So, Achtung, da kommt sie jetzt ganz langsam ins Bild. Achtung. Ja, man sieht. Ja, oh ja, der Frauenhass, da sieht man's. Oh, der pure Hass aus den Augen, Frau Dingenskirchens. Ja, Hitler ist ein Scheißdreck dagegen. Aber schöne Haare. So, Leute, hier ist der nächste Oberknaller und dieses Mal meines Erachtens besonders genüsslich. Und guckt sie euch doch schon an, die Frauenhasserin. Guckt sie euch doch an, man sieht's direkt. Model Emily Ratajkowski oder Rataschkowski oder Redajkowski oder Kowski, nachfolgend hier Emily Dingenskirchens genannt, teilt frauenfeindlichen Kommentar. Und das heißt ja schon was. Also, da muss ja irgendwas gewesen sein, das muss ja irgendwas wirklich Frauenfeindliches sein, wenn da einfach so steht, teilt frauenfeindlichen Kommentar. Und dreimal dürft ihr raten, was passiert ist. Wie immer natürlich absolut gar nichts. Und zwar wegen eines Kommentars auf Social Media wird Model Emily Dingenskirchens der Frauenfeindlichkeit bezichtigt. US-Model Emily Dingenskirchens steht im Kreuzfeuer der Kritik. Anlass für den Ärger, die 26-Jährige bewarb die neue Kampagne des Haarpflegeproduktherstellers Schieß mich tot auf Instagram mit dem Argument, dass Haare ein elementarer Teil von Weiblichkeit seien. Antisemit! Das hat mit Grundgesetz überhaupt nichts zu tun. Null Toleranz an der Stelle. Ja, also viel mehr Frauenfeindlichkeit und Frauenhass geht ja nun nicht, Frau Dingenskirchens. Also ab in die Hölle mit Ihnen. Am Dienstag postete das Model das betreffende Posting auf dem Fotoblogging-Dienst Dingenskirchens, die von Schieß mich tot als Testimonial für eine neue Kampagne engagiert wurde, teilte ein Foto von sich mit Wallemähne und dem Satz: Haare sind ein elementarer Teil von Schönheit, Weiblichkeit und Identität. Gut, da kann man sagen, das ist ein Satz, der meines Erachtens absolut Werbematrix-Blödsinn ist. Ja, die Haare, Identität, ja, total übertrieben natürlich. Aber viel mehr ist es halt auch nicht, nämlich einfach ein dämlicher Werbespruch. Und wo ist da jetzt der Frauenhass? Ja, Frau Dingenskirchen. So, Achtung, da kommt sie jetzt ganz langsam ins Bild. Achtung. Ja, man sieht. Ja, oh ja, der Frauenhass, da sieht man's. Oh, der pure Hass aus den Augen, Frau Dingenskirchens. Ja, Hitler ist ein Scheißdreck dagegen. Aber schöne Haare. Ja, das muss man ihr lassen. Und ein schönes Knöchelkettchen ist wieder nach oben gerutscht hier. So excited to announce that I am the new face of Schieß mich tot. Welcome Good Hair Days, shot by Schieß mich tot, Schieß mich tot. Schieß mich tot sponsert. Mit Dingenskirchens Sicht der Dinge gehen viele nicht konform. Das wird mit Blick auf die zahllosen kritischen Kommentare, die auf das Model einprasselten, deutlich. Die kritischen Stimmen veranlassten die 26-Jährige schließlich auch dazu, den Bildtext zu ändern, wie der Independent berichtet. Nun steht dort, ich bin so aufgeregt, euch mitteilen zu können, dass ich das neue Gesicht von Schieß mich tot Official bin. Die User beschuldigten das Model und die Marke Schieß mich tot gegenüber Krebspatienten und Personen, die aufgrund von anderen gesundheitlichen Problemen ihre Haare verloren hätten, unsensibel zu sein. Leute, das ist so verrückt, das kannst du dir nicht ausdenken, diesen Schwachsinn. Das ist wirklich wie ein Satireartikel am anderen hier. Und ich warte auch nur darauf, dass ich hier mal so ein Video mache und jetzt nicht stundenlang recherchiert habe, von welcher Seite das ist und dann wirklich auf so einen Postillon-Artikel reinfalle. Aber bis jetzt waren es wirklich alles reale Sachen und das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Geh mal mit diesen angeblichen Problemen hier, ja, die hat uns beleidigt, weil sie halt Haare so gelobt hat. Geh mal mit diesem Problem zu Leuten, die wirkliche Probleme haben. Jetzt nicht irgendwelche First World Problems, sondern wirklich existenzielle Probleme oder auch nur normale Probleme. Und erzähl denen das und versuch dich nicht mega arrogant dabei zu fühlen. Es wird nicht funktionieren, außer du bist komplett verblendet, was aber natürlich der Fall sein muss, sonst gäbe es ja diesen Artikel hier überhaupt nicht. Weiter geht's, respektlos und kleinkariert. Manche Menschen haben Zwangsstörungen, wie man an diesem Artikel hier sehen kann, ja. Krebs oder können sich die Haare aus anderen Gründen nicht wachsen lassen, merkte ein Nutzer an. Bei Schieß mich tot, reißen sich Betroffene zwanghaft die Haare aus oder ab. Ja, aber deshalb wird es ja nicht schön oder attraktiv. Ja, und deshalb wird es auch nicht weiblicher, wenn du dir die Haare ausreißt. Natürlich sind lange Haare ein klassisches Zeichen für Weiblichkeit. Ob du dann natürlich durch lange Haare weiblicher wirst, das steht jetzt mal auf einem anderen Blatt. Ich behaupte zwar schon, das heißt Frauen, die sich die Haare wachsen lassen, weil es eben matrixmäßig gesellschaftstechnisch ein klassisches Signal, ein klassisches Merkmal von Frauen ist. Natürlich fügst du dich dann eher in die Rolle und fühlst dich ein bisschen weiblicher und ein bisschen wilder und sowas, wenn die Haare halt bis zum Arsch runtergehen, als wenn du so die schöne, adrette, frisch, freche Kurzhaarfrisur hast. Aber natürlich kannst du auch eine weibliche Frau sein, wenn du jetzt kurze Haare hast und so weiter. Aber von 100 Männern frag die, was sie attraktiver finden.
Und du wirst natürlich herausfinden, dass lange Haare typisch weiblich sind, beziehungsweise einfach ein sexuelles Signal, auch ein Attraktivitätssignal an Männer sind. Da ist aber das Problem, dass das, was ich jetzt hier gesagt habe, einfach mit Realität zu tun hat. Und Realität ist als Social Justice Warrior eben der Feind Nummer eins. Einfach mal ein anderes Beispiel. Wenn du jetzt sagst, ja, so ein rauer männlicher Bartwuchs sieht schon gut aus bei Männern, ist ein klassisches Zeichen für Männlichkeit. Ja, soll dann ein Typ jetzt, der keinen Bartwuchs hat, soll der dann sagen, ja, ich fühle mich hier aber unterdrückt und das ist ein Männerhasser und was weiß ich was, so ein Bullshit. Und nur weil da jetzt jemand Krebs hat oder Zwangsstörungen oder irgendwelche anderen Krankheiten, was natürlich bitter ist und ein hartes Schicksal, deshalb ändern sich ja nicht auf einmal die Attraktivitätsstandards. Und deshalb kannst du auch nicht auf einmal sagen, es ist jetzt alles scheißegal, was klassisch als attraktiv hier in der Gesellschaft gilt. Das zählt jetzt alles nicht mehr, das darfst du alles nicht mehr sagen, dann bist du direkt ein Haarrassist. Weiter geht's. Ein anderer User schrieb, Haare haben absolut nichts mit Schönheit zu tun. Schönheit kommt von innen, Stärke und Intelligenz. Oh. Also so ein Scheißgelaber, kann sich doch kein Schwanz anhören. Dieses Gelalle hier immer. Schönheit kommt von innen, Stärke und Intelligenz. Charakter kommt von innen. Eine tolle Ausstrahlung kann auch von innen kommen. Ja? Schönheit natürlich kann im gewissen Sinne auch von innen kommen. Dass jemand einfach, weil er halt ein cooler Typ oder eine coole Frau ist, irgendwie trotzdem schön wirkt, obwohl sie klassisch nicht schön ist. Aber nein, Schönheit kommt nicht nur von innen. Es gibt absolut wunderschöne Frauen, die absolut rückgratlos und absolut untragbar sind. Und andersrum auch. Andere warfen Dingenskirchens vor, respektlos und kleinkariert zu sein. Auf die wütenden Kommentare antwortete die Marke Schieß mich tot auf deren eigenen Instagram-Account, der ebenfalls Zielscheibe der Kritik wurde, mit Entschuldigungen. Warum tust du denn sowas? Man betonte unter anderem, dass Schönheit natürlich nicht durch Haare definiert werde und vielmehr eine Einstellung sei, die aus unserem Inneren kommt. Und alle tun dann wieder so, als wäre das 100% wahr. Und dann kommt natürlich wieder der klassische Matrix-Anerkennungsapplaus. Being pregnant is sexy. Ja, da ist sie wieder. Oh Gott, guckt euch diese Rassistin an, diese Haarrassistin. Widerlich. Widerliche Frau. Da hat sie aber ganz schön kurze Haare. Hier hat sie so hochgesteckt. Oh Gott, was bedeutet das denn jetzt? Ist bestimmt was Rassistisches. Ja, ekelerregend, total widerliche Frau. Eigentlich sieht sie ja ganz gut und relativ weiblich aus, aber durch diese sexistische Aktion, Frau Dingenskirchens, da hast du es verbaselt mit der Schönheit, deshalb bist du jetzt auf einmal mega unattraktiv. Denn nicht nur Schönheit, sondern auch Hässlichkeit kommt ja rein von innen. Ja, kann man jetzt von außen gar nicht so sagen, auch bei den beiden hier, kann man gar nicht so sagen, wer da jetzt attraktiv oder unattraktiv ist. Sind die eher überdurchschnittlich attraktiv oder unterdurchschnittlich? Dazu müsste man sie erstmal kennenlernen, wie sie von innen sind. Denn hier so äußere Merkmale wie markantes Kinn und symmetrisches Gesicht, was wir hier auch haben, ja, dass die Proportionen stimmen und sowas. Auch hier der männliche, sorry, Sexismus, aber der männliche Bartwuchs und sowas. Ne? Und hier der weibliche Wuchs, ja, der relativ ausladende Intellekt. Ja, das sind alles keine Anzeichen für Attraktivität. Da müsste man die Leute erstmal persönlich kennenlernen. Das weiß jeder und so ist es. Und jeder, der was anderes behauptet, kann seinen Arsch nicht vom Ellenbogen unterscheiden. Ihr wisst, dass es so ist. Alles klar, das war's für heute. Schämen Sie sich, Frau Dingenskirchen, so nicht, da haben Sie noch einiges zu lernen. Und das war's dann wohl mit der Karriere. Und ja, die wird jetzt aufgrund ihres Inneren, ihres absolut sexistischen Inneren wohl kein Mann mehr mit dem Arsch angucken. Ja, Leute, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video und bleibt genüsslich. Thank you for the suggestion. It was a good one without a question. Do a comment, subscribe, watch the original. I just told you again, it was subliminal. Ich weiß nicht, irgendwie, wie kann ich. Ich mag sie. Sie haben irgendwas an sich. Ich weiß nicht. Meine Titten? Nein, 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 nein. Nein? Nein, es ist ihre Energie, ihre Ausstrahlung, wie sie sich bewegen. Sie sind nicht schwul, oder? Nein, nein, ich fühle mich wirklich zu ihnen hingezogen. Oh ganz nein, im ich fühle mich zu ihnen hingezogen. Scheiße, sie sind eine Tunte. Okay, wir können ja Kochrezepte austauschen, Dali. Nein, nein, halt, warten Sie. Ich liebe ihre Titten. Ah, Ich bin gut. verrückt danach. Ich möchte sie Also, jetzt kommen wir der Sache näher.